Moin, 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 willkommen hier wieder bei Rapid TV zum 15. Spieltag und zum 6. Spieltag in der Gruppenphase vom Rapid Cup. Wir schauen auch direkt einfach mal ins Ligaspiel. Es ging im Fernando-Harms-Stadion vor 3593 nur. Da waren wohl die Preise vielleicht zu hoch, dass da nicht genügend gekommen sind oder die Mannschaft nicht stark genug. 85 gegen 83, da müssen wir noch was an den Eintrittspreisen machen, um zu gucken, wie das da abläuft. Dritte Minute rote Karte für die Gäste von Kirmes Truppe. Wegen einer Blutgrätsche und Leo Licht macht's in der 19. schon das 1:0 hier für Rapid. Und jetzt sollte es eigentlich ein Selbstläufer werden, hoffe ich. Da kommt das 2:0 durch Gwin und das 3:0 durch Tucker, der auch mittlerweile so ein kleiner Knipser bei uns geworden ist. Wunderbar, Leo Licht setzt sich dagegen zwei Spieler durch, macht das 4:0, sozusagen die allerletzte Vorentscheidung. Und es sieht hier mir nach dem Abpfiff langsam aber sicher aus. Da kommt auch schon Rapid, gewinnt also sein Ligaspiel souverän mit 4:0 zu Hause im Fernando-Harms-Stadion. Und wir gucken einfach mal zum 6. Spieltag. Heute heißt es, den Titel verteidigen. Gestern haben wir 1:1 gespielt gegen BSC Berlin. 85 gegen 44 hier. Wunderbares Fußballwetter, Sonnenschein. Vierte Minute, Leo Licht macht auch da gleich das 1:0. Bringt Rapid hier souverän 1:0 in Führung. Der Teutonia leider schon raus, ohne jegliche Chance hier noch weiterzukommen. Wir springen in die zweite Halbzeit. Die beginnt mit dem Tor. Wieder Leo Licht. 2:0. Und da kommt auch das 3:0. Drittes Tor, Leo Licht. Wunderbares Spiel wieder von ihm. Da kommt auch der Abpfiff. Rapid gewinnt also 3:0. Das heißt, für den Rapid Cup folgende Tabellensituation: Ammann verliert gegen Abzum auswärts mit 2:1. Das könnte wahrscheinlich sein, dass der Titelverteidiger Ammann 2 hier nicht weiterkommt. Die Devils schlagen Bubblegum souverän wie im Hinspiel fast diesmal 4:1. Guantanamo verabschiedet sich mit einem Niederlage gegen Rotterdam ins eckige Tor. 2:0 konnten sie zu Hause nicht gewinnen. Die Schlümpfe gegen Heringsdorf. Topspiel. Heringsdorf gewinnt, wie schon das Hinspiel, diesmal mit 4:1. Wie gesagt, Rapid, klassisches souveränes 3:0. Südgebirge schlägt überraschend BSC Berlin mit 2:1. Vielleicht geht da was für Südgebirge, da bin ich mir nicht sicher. Ansonsten Travian fährt, glaube ich, auch seinen sechsten Sieg ein jetzt bei den Soccer Boys mit 2:0 und S04 schlägt GAG U18 mit 4:1. Das heißt, folgende Tabellensituation in Gruppe A. Amern tatsächlich durch die Niederlage heute raus. FC Abzum hat es noch geschafft. Glückwunsch daher. Der Titelverteidiger mit 7 Punkten hat leider nicht gereicht. Das heißt, es wird keine Titelverteidigung dieses Jahr geben. In der Gruppe B. Heringsdorf vielleicht überraschend nicht weiter in dieser, ja, relativ schwachen Gruppe dazu. Guantanamo ohne Ball 72 ist natürlich auch nicht schlecht, aber Heringsdorf mit 85 hatte ich da vielleicht die besten Chancen eingeräumt. Ansonsten Schlümpfe, kleiner Geheimfavorit hier mit bisher 6 Siegen aus 6 Spielen. Gruppe C Rapid, diesmal mit 16 Punkten, hat jetzt dieses Jahr und das letzte Jahr also kein Gruppenspiel verloren. BSC Berlin, wie gesagt, mit einem Punkt vor Südgebirge, da hätte es vielleicht nochmal knapp werden können. Und ja, Karlsruhe, wie gesagt, 0 Punkte, 3:23. Da war die Mannschaft noch nicht bereit genug. Und in Gruppe D, wie gesagt, Travian und TuS-Schlümpfe sind hier vielleicht die Top-Favoriten. Wir konnten jedes Spiel gewonnen. S04 wie letztes Jahr auch schon wieder weiter. Und für die Soccer Boys und GAG U18 hat es diesmal leider nicht gereicht. Wie gesagt, den nächsten Spieltag steht auch schon. Es wird also die Devils treffen auf runder Ball ins eckige Tor. Schlümpfe gegen Abzum. Rapid wie letztes Jahr im Halbfinale gegen S04 Deutschland. Und Travion gegen BSC Berlin. Hier sieht man auch die Statistik. Letztes Jahr gab es eine Begegnung zwischen den beiden Mannschaften. Das war im Halbfinale. Rapid konnte damals mit 4:1 gewinnen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr genauso sein wird. Und für die Statistiken sieht das im Moment so aus: Rapid hat den höchsten Sieg noch.
Und in der Torschützenliste führt Leo Licht auch mit 2 Toren vor den Jakob Fuchs. Da wird sich jetzt, wie gesagt, entscheiden, wer da noch, welches Team da noch weiterkommt. Zweikampfstatistik: Delaney, also Weltklasse-Mann, 19 gewonnene, 1 verloren. Der Beste von Rapid ist Azel und Tucker. Ansonsten gucken wir mal, wer gesperrt ist: Soccer Boys, Guantanamo und Gag, alle nicht weiter. Dann gucken wir in die Liga. Rapid konnte heute, gestern konnten wir schon die Tabellenführung übernehmen. Wie gesagt, Erster, und ich glaube, das lassen wir uns auch nicht mehr nehmen. Müssten jetzt auch 13 Siege in Folge gewonnen haben. Torschützenliste sieht auch ganz gut aus. Rapid mit 7 Punkten, der Herr Leo Licht vorne. Wie gesagt, hier geht noch einiges mehr an Eintrittspreisen. Hier vielleicht noch ein weniger. Hier gehen wir mal auf 23 und hier auf 19. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Machen wir hier auf 9. Machen wir mal andersrum, hier auf 9, da auf 8. Dann passt das. Mal sehen, wie das nächstes Mal ausgelastet ist. 50.000 aber immerhin. Und wie gesagt, Tabellenführer, besser geht's nicht. Morgen dann das erste Viertelfinalspiel. Bis dahin, ciao.